Dum, da, da. Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 85. Let's Play auf Lead Chess. Und ich spiele natürlich Französisch gegen E4 und er geht hier gleich nach vorne und tauscht ab. Okay, dann kann ich meinen Läufer aktivieren oder entwickeln. Ja, gucken wir mal. Wahrscheinlich spiele ich hier vielleicht tatsächlich so einen G6-Aufbau, B6-Aufbau. Vielleicht. Okay, erstmal Springer entwickeln. Okay. Okay, treibe ich den Läufer ein bisschen zurück. Okay, geht dahin. Ich möchte den Läufer irgendwie abtauschen. Irgendwie, und dann Springer hier ins Zentrum spielen. Das irgendwie ist. Ich möchte kein Risiko eingehen, weil wenn ich jetzt B6 gespielt hätte, kann er den machen und ich kann nicht schlagen, weil meine Dame dann hängt. Den macht er, das ist doch nicht so gut. Das wird doch der schwach. Nur kann ich es irgendwie ausnutzen. Wahrscheinlich nicht. Zumindest mal nicht direkt. Den würde ich gerne machen, dann kann ich hier mit. Aber das ist keine echte Drohung. Aber jetzt kann ich den machen. So, jetzt kann ich den machen. Weil den da schlage ich einfach raus, wenn er da irgendwie sowas macht. Und dann hat mein Läufer eine schöne Diagonale. Ich bin jetzt auch eigentlich nicht so der Finchetto-Fan, aber hier bietet es sich doch tatsächlich an. Jetzt kann ich den machen. So, wenn der Springer hier nach vorne kommt, kann ich ihn wieder vertreiben. Und alles ist gut. Hoffe ich zumindest. Einmal den. Und der Läufer, der guckt da schon ganz gut darüber. Da guckt er schon ganz gut darüber. Wir spielen mit Dave Electric. Also vielleicht ganz elektrisierend. Jetzt gewinne ich doch aber einen Bauern, wenn ich jetzt da schlage. Oder wie? Moment, dann das ist doch der Trick gewesen. Achso, hatte hier noch einen Schach. Aber das ist doch, dann gibt er den Läufer her. Habe ich jetzt was übersehen? Macht er den? Jetzt habe ich die Wahl. Kann ich doch hier schlagen, ich kann hier schlagen. Na, da schlagen ist vielleicht nicht so gut, dann wird der aktiv. Schlage ich vielleicht ein bisschen da. Hängt auch so ein bisschen der Springer, wobei nicht wirklich, weil er hat immer diese Abzüge wahrscheinlich. Oder? Obwohl, nee, das ist ja kein. Dann gibt es ja zwei Figuren. Das sieht doch gut aus für mich, oder? Das sieht doch gut aus für mich. Kann er schon hier so einen Pre-Move machen? Und mein weißfältriger Läufer, der gefällt mir da natürlich. Der ist super. Okay, er könnte Läufer nach E4 spielen. Ich glaube, das ist der stärkste Zug in der Stellung, oder? Läufer E4 sieht stark aus. Muss man aber erstmal finden. Ja, Läufer E4. Läufer E4 sieht gut aus. Oh, jetzt hat er sich irgendwie. Jetzt ist er irgendwie nicht mehr. Ah, jetzt ist er wieder da. Okay. Läufer C4. Okay, ich ziehe erstmal meinen Läufer zurück. Wenn er hier schlägt, schlage ich mit dem Springer. Wichtig, nicht mit der Dame, weil sonst hängt mein Springer hier. Und möchte mich hier erstmal konsolidieren. Und ja, dann mal gucken. Der Springer ist, muss ich zugestehen, der ist ziemlich gut da. Aber ich habe einen Bauern mehr aktuell. Kann ich irgendwie sowas machen? Schlägt er da? Schlag ich da, deck den. Das geht doch, oder? Und die Schachs funktionieren nicht, ich bin da immer drauf. Und die bringen auch. Bringen die überhaupt was? Eigentlich nicht. Ja. Der Zug, was macht der? Eigentlich nichts, wenn wir den spielen. Und ja, wobei doch, es macht schon was. Er möchte denn die Türme auf die Linie bringen. Das ist schon eine Idee.
Aber ich kann hier mit Schach dann erst einmal zwischennehmen und dann meine Dame wegziehen. Oder er nimmt da, klar. Jetzt kann ich dann hier zurücknehmen, falls da irgendwas ist. Oder er nimmt selber. Und jetzt habe ich einfach einen Bauern mehr. Und ich habe einen starken Läufer. Das gefällt mir. Ja, jetzt muss man es eben nur noch gewinnen. Jetzt mache ich den mit so ein bisschen einer Doppeldrohung. Und zwar dem hier. Ja, seht ihr das? Hier so. Den Turm aktivieren. Hoffentlich klappt das. Jetzt droht dann der. Der droht sogar ziemlich. Hat er gesehen? Hat er gesehen? Ja, wenn er das gesehen hat, ist natürlich schlecht. Na, was heißt schlecht? Das ist alles noch okay. Vielleicht irgendwie sowas oder Turmverdopplung. Ja, manchmal Turmverdopplung. Er darf nie da. Ach, da kann er noch hinziehen. Ach, jetzt habe ich das matt übersehen. Oh, ist das bitter? Ist das bitter? Nein, das muss ich aufgeben, ne? Ist das bitter? Aber sowas gibt es eben. Ja, jetzt wird es matt. Ich habe mir noch gedacht, ich sollte noch das hier, die Dame hier ablenken. Aber so, ja. Also Glückwunsch an Dave Electric, auch wenn ich hier eigentlich auf Gewinn stand davor. Einfach G6 spielen. Und nichts ist los. Alles okay. Weil der scheitert immer an dem. Ja. Ach, schade. Okay, aber sowas gibt es eben auch. Okay, also, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, ciao.